Ich bin Joscho und Filme sind meine Welt. Ja, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute mit dem Steelbook Unboxing und wie ich schon in den Infovideos genannt habe, es wird jetzt ab jetzt alles aus der Ego-Perspektive gefilmt. Genau, wird nicht mehr so reingezeigt, sondern ich will das euch schön präsentieren. Aber nun sieht man mich nur noch hier hinter der Kamera, wo ihr jetzt seid. Und ja, heute sind wir hier beim Manta Manta Steelbook. Film schon gesehen. Das wird in dem Top 10 meiner zuletzt gesehenen Filmen gezeigt. Und hier haben wir das schöne Stück. Finde ich eigentlich von hier auf nicht schlecht. Ist matt gehaltenes Steelbook. Genau. Aber wir gehen jetzt erstmal auf die Daten ein. So. Genau. So, was haben wir für ein Deutsch? DTS HD 5.1. Ich bin ja immer DTS-Fan, weil es immer bassintensiver ist. Genau. Hat auch eine Laufzeit von 127 Minuten. Man denkt, das ist lang, aber nachdem ich den Film gesehen habe, ist akzeptabel. Genau. Kommt dann gar nicht so lang vor. Jo. Dann schauen wir uns mal das Steelbook an. Also, wie gesagt, matt gehalten. Gefällt mir richtig gut. Dann haben wir hier den Spine. Genau. Und die Rückseite. Und im Gesamten wird es dann, hoppala, sorry, im Gesamten wird es dann so aussehen. Wird sich spiegeln. Schön wäre es halt, wenn da die Vorderseite dran gewesen wäre. Ne? So sieht man das gespiegelt. Ja, ist irgendwie blöd. Wäre schön, wenn das ganze Auto drauf gewesen wäre. So, ne? Das hätte was hergemacht. Aber man hat es ja eh so nie im Fach stehen. Von daher ist es egal. Und wir schauen mal auf den Innenteil. Genau. Dann haben wir hier erstmal die Blu-ray. Und den Innenprint. Hier sieht man mich. Servus. Genau. Ist nichts Besonderes, der Innenprint. Von außen sieht es von vorne, finde ich, das super gut aus. Kann man lassen. Jo. Von daher sind wir dann auch schon wieder durch mit diesem Steelbook. Und demnächst kommt das nächste Unboxing. Dann sage ich, macht's gut. Schreibt mir einen Kommentar, wie ihr den Film findet und die Edition findet. Und dann sehen wir uns hoffentlich das nächste Mal. Macht's gut. Haut rein. Servus.